So, da ist die Anmeldung doch tatsächlich gerade nochmal gecrashed gewesen. Und dann geht es auch direkt wieder weiter. So, so, kurz mal wieder alles umschalten. So. Das lübt. Genau, es soll ja weitergehen jetzt mit dem Pflanzenhaus. Da bin ich ja jetzt bei. So, und in 3 Minuten kommt auch schon der nächste Auftrag von der Siedlung. Und jetzt will ich bloß mal hier schauen, wie genau ich das eigentlich hier baue. Weil ich meine, ich könnte jetzt hier so ein großes Tor drinnen lassen, aber ich würde das doch schon gerne ein bisschen anders machen. Da überlege ich, ob ich hier auch so ein Tor mit reinsetze. Mal gucken, wenn ich den Torbogen nochmal wegnehme. Genau, das funktioniert auch. Und optisch sieht das jetzt auch gar nicht so schlecht aus. So, jetzt muss ich halt bloß gucken, wie ich das hier außen halt mache. Weil hier gibt es auch noch sowas mit einem Fenster drinne. Die Dinge kann ich halt hier alle ransetzen. Oh, wait a minute. Ich glaube, das wäre sogar eigentlich sinnvoller, ne? So eine Tür direkt. Wait a minute. Kann ich das hier ransetzen? Nee. Ja, hier könnte ich das so ransetzen, aber irgendwie sieht das noch nicht so richtig aus. Okay, ich teste mal was anderes. Könnte vielleicht weird sein, aber mal gucken. Wenn ich das Ding jetzt hier ransetze. Und hier hinter so eine Tür. Genau, hier ist das Fenster. Passt das da so ran oder snappt er sich da ganz komisch rein? Okay, hier wird das fast gar nicht auffallen, außer das mit der Wand hier. Oh, jetzt ist bloß die Frage, lohnt sich das denn mit dem Fenster? Aber könnte, ne? Was ist das hier? Ach, hier ist ein kleines Fenster drin. So, dann müsste ich halt bloß gucken, dass ich irgendwas hier oben drauf setze. Vielleicht so ein flaches Dach? Aber das passt da, glaube ich, hier wieder nicht richtig. Warte mal, dann hau ich das Tor nochmal weg. So, jetzt hau ich das Ding da drauf. Und jetzt das Tor noch dahin. Na, doch, könnte tatsächlich. Aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt wäre. Also hier drin wird es auf jeden Fall wieder warm und man kann hier auch rausgucken. Na gut, bei dem hier nicht. Da überlege ich tatsächlich, ob das nicht vielleicht optischer besser aussieht, wenn ich zwei solche Dinge. Oh, wait a minute, hier ist ja auch noch was. Hier ist es extra mit einem Gitter. Mal gucken, wie schaut das aus? Nee, das nimmt wieder alles Licht weg. Aber das Ding könnte ich mir vorstellen. Ich sag mal, wenn man jetzt hier durchs Tor durchgeht, dass es wie so eine Art Schleuse aufgebaut ist. Das heißt, ich könnte diese Tür eigentlich dann wegmachen, weil es ja optisch jetzt gut aussieht eigentlich, ne? Genau, jetzt brauche ich bloß nochmal den Stromumkehrer und den Sensor.
Genau, den müsste ich jetzt sogar hier oben dran packen können. Perfekt. Und den Energieumkehrer. Würde ich sogar sagen, den setze ich hier so ran. Oder wait a minute, den kann ich ja einfach trotzdem hier ransetzen. So, jetzt muss ich mir bloß nochmal die Stromleitung angucken, wie das nochmal funktioniert. Damit diese Tür sich auch automatisch öffnet und schließt, wenn man Bock hat. Also rechts ein Kabel geht, ich glaube, an die Tür sogar ran. Das untere muss daran. Das hier braucht Strom. Gut, links Strom, rechts Tür, unten Schalter. So, zack, jetzt brauchen wir erstmal unsere Stromleitung. So, links Strom. Rechts Tür. Nein, 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 nein. Oh, ich wollte auch nochmal durch. So, zack. So, jetzt muss ich das Ding bloß nach unten kriegen. Genau, das kommt am Sensor ran. So, und jetzt braucht der Sensor auch nochmal Strom. So, zack. Ja, wenn ich weggehen müsste das Ding jetzt. Genau. So, dann haben wir das auch schon mal. Die Stromleitung werde ich natürlich später nochmal wahrscheinlich ein bisschen anders legen. Aber so von der Optik her sollte das schon mal funktionieren. So, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie verhält sich das, wenn ich zwei Stück da übereinander packe? Sieht das noch aus? Ja, doch. Also optisch wird das schon passen. Muss ich bloß mal gucken, welche ich dafür nehme. Was sind das hier eigentlich für Teile? Ach so, das sind die Eckpunkte nachher. Die brauche ich für die Ecken. Okay. Steinpanelwand. Ja, doch, ich glaube, das macht sogar noch Licht, ne? Mal gucken. So, gehe ich mal in dem Modi raus, mache ich mal die Sonne eben weg. Ja, doch, optisch sieht das auf jeden Fall gut aus. Das Einzige, was stört, ist halt einmal das Teil und das Teil. Die sind halt nicht wirklich synchron. Aber sonst sieht das schon mal recht gut aus. So, dann würde ich sagen, mache ich das mit den Dingern hier. Davon kann ich sechs Stück bauen. Oh Gott. Ah, Ferritstoff brauche ich dafür, ne? Gucke ich mal rein. Habe ich hier noch was? Das ist so ziemlich das Einzige, was ich gerade nicht habe. So, das heißt, hier muss ich immer im Shop erst machen. Oder einfach mal Ferrit farmen. Das wird natürlich auch gehen. So, zack. Habe ich was im Raumschiff noch drin? Nee, da habe ich bloß vier Stück. Exofahrzeug.
Da habe ich auch nicht so viel drin, ne? Bloß 36 Stück. Na gut, das kann ich ja eben hier einfach so farmen eigentlich. So, zack. Oh, da hatte ich doch tatsächlich einen noch gar nicht analysiert gehabt. So, jetzt sollte ich davon schon mehr bauen können. So, die Eckteile, die setze ich dann später da an. Oh, ach, Silikatpulver fehlt mir. Okay, das heißt, ich muss mir eine Ecke nachher mal suchen, wo ich richtig Fettplaneten-Terraforming betreibe. Da brauche ich mal einen Roboter eben. Zack. So, denn der hat nämlich noch ein bisschen was drin. Ach so, dem habe ich ja sowas nicht installiert. Da muss ich ja nochmal einsteigen für. Und da ist es. Perfekt. So, Thais, da muss ich mit dem nachher gleich einmal richtig fett farmen gehen. Oh, der Digga ist wohl dann gestorben. Ach, die Katze war es wieder. Die natürlich viel kleiner ist. Na komm, flieg hier hoch hier. Zack. Und jetzt kann ich. Boah, 33 Stück von bauen, das geht. So, ich mache davon erstmal nur den Umriss. Na, hier vorne ran. Zack. So, und das Gebäude kann ich dann später auch nach Belieben nochmal erweitern, anpassen, von der Höhe, von der Breite und alles. Das ist nachher kein Problem mehr. So, zack. Ne, das soll hier natürlich nicht hin. Ach so, jetzt muss ich natürlich noch gucken, dass ich das hier so einigermaßen synchron hinbekomme. Ich brauche mal das Tor, genau. So, zack. So, das setze ich mal dahin. Dann habe ich da schon mal die Mitte gepickt. Weil die brauche ich nachher auch. So, hier drunter muss ich nochmal terraformen, da muss ich den Boden nochmal verändern, damit mir die Kristalle ja nicht so reinragen. Ah, mal gucken, ich glaube, da geht nicht komplett rum, oder? Ne, da fehlt Silikatpulver.
Na gut, schon ein bisschen kann ich ja hier noch abtragen. Ansonsten würde ich sagen, gehe ich nachher mal auf den heißen Planeten, weil den brauche ich ja eigentlich nicht. Oder irgendeinen anderen unnötigen Planeten. Und dann kann ich ordentlich terraformen. So, das haben wir schon mal. Ne, so rum ist falsch. Oh, wait a minute. Ich glaube, ich bin sogar schon ein bisschen zu weit, ne? Oh, nee, sogar perfekt angepasst. Okay, jetzt muss ich bloß noch überlegen nachher, ob ich hier so eine Rundung mit reinmache. Ich glaube, das sieht sogar besser aus, ne? Ja. Dann würde ich sagen, mache ich da überall so eine Rundung rein. So, stelle ich mir mal kurz mittig hin. So, Baumodus. Zack. Und einmal ins Eck rein. Macht er mir das hier nicht? Ah, jetzt snappt er rein. Okay, perfekt. Und das mache ich dann bei jeder Ebene. Muss ich dran? Oder kann ich das von außen noch hier machen? Ne, da muss ich dichter. So, zack. So, perfekt. Und das Ganze auf der anderen Seite natürlich auch noch. Jetzt fehlt mir wieder Silikatpulver. Da. Uiuiui, okay, da reiße ich mal ein bisschen viel weg. So, das sollte jetzt auch reichen. Und ran damit. So, dann haben wir das erste schon mal fertig. So, bei den Kristallen hier, das ist so eine Sache. Und da muss ich nochmal in das Menü hier rein. Zack. Die Sachen nochmal weglöschen. So, die baue ich jetzt ab. Und da muss ich den Boot so terraformen, dass nur noch die Platten drauf sind. Und dann dürfte ich ja eigentlich nichts mehr spawnen.
Warte mal, hier konnte ich doch irgendwie auch die Form wechseln von dem Teil. Genau, Form ändern. So, Größe ändern. Gott, bekomme ich hier keinen glatten Würfel hin? Das ist natürlich blöd. Ah, da bricht das aber die ganze Zeit wieder ab. Ich weiß nicht warum. Oh, machen wir das mal eben so. Terraforming ist immer so ein bisschen knifflig. Ach so, jetzt weiß ich, warum man sich zurücksetzt, weil ich nicht am Raster genau ausgerichtet bin. So, bauen wir das mal hier fertig. Zack. Und genau, hier sind auch noch ein paar Kristalle gespawnt. Die sollen hier nicht spawnen. So, jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert. Wo ist die Steinplatte? Da. Die jetzt einfach ganz rechts hier so hinsetzen. Und hoffen, dass das. Nee, das funktioniert so nicht. Gut, der macht das jetzt so, jetzt auf Klett und alles, was auf dieser Ebene ist, wird jetzt weggemacht. Da werde ich sogar eigentlich den Mech nutzen können. Eieiei. Einmal aufladen, zack. Natürlich ist das Gerät leer. So, und neues Pulver rein. So, dann werde ich mir nachher mal einen Planeten suchen, wo ich den Planeten dann halt abbaue. Also so irgendwo so ein fettes Mining-Ding mache. Und den Planeten so ein bisschen hops nehmen. So, aber jetzt müsste ich hier eigentlich alles hin platzieren können. Perfekt. So, zack. Dann dürften die Kristalle beim nächsten Spawn auf jeden Fall nicht mehr hier sein. Oh, wait a minute. Ach doch, ist zu. Perfekt. So. So, die Tür funktioniert schon mal. Da mache ich später wahrscheinlich so einen Gang nach da oben hin. Und hier überlege ich sogar noch. Ja, machen wir ein bisschen Licht in die Bude. Ob ich das so mache, dass ich hier hinten so ein Gebäudenetzwerk noch so ranbaue. Also hier nochmal so ein großer Raum. Hier vielleicht auch nochmal so ein Raum ran. Na, vielleicht auch in die Richtung, aber das weiß ich noch nicht. Ich denke mal, hier mache ich nachher eher so einen Weg noch lang, damit der mit dem Kern halt hier verbunden wird. Also Strom ist auf jeden Fall erstmal genug da. Ach so, und ich muss ja jetzt zur Siedlung noch hin. Die haben wir jetzt hier den nächsten Auftrag, ne? Genau. So, Mech einmal aufgebracht.
So, wir gehen jetzt erstmal fett fahren. Ja, lauf mir doch jetzt nicht weg hier. Ich will doch einsteigen. So, perfekt. Zack, hier sind wieder die Fatfighters. Aber den Spawn hier, da muss ich aufpassen, weil die würde ich gerne hier weiter spawnen lassen. Weil da kann ich später die ganze Zeit die Milch davon ernten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt Ferrit irgendwas erlernt. So eine Ferritfabrik. Ob die mir das sogar produzieren können, weil das wäre halt schon heftig. Vor allen Dingen für den Bau. So, mich einmal wieder einschlafen. So. So, Terminal einmal bitte. Und haben die wieder produziert? Ne, aber die bauen die Schulden wieder ab. In 3 Stunden haben sie es fertig. Finde ich gut. So, die Bürger haben mit Hilfe von Bauplänen um die Entwicklung folgender Gebäude gebeten: Fabrikeinheit und Gefahrenschutzeinheit. Die Daten zeigen eine Zustimmungsrate von 45% für das Gebäude Fabrikeinheit, während 41% für das Gebäude Gefahrenschutz sind. Fabrikmodul plus 79 Produktivität. Ja, machen wir. Weil das ist am höchsten. Und dafür brauchen die Fähre direkt. Eieiei. Ach, und da vorne soll das Gebäude auch schon hin. Obwohl, mit denen brauche ich jetzt gar nicht dahin. So, zack. Und rein damit. Wie lange brauchst du? Ich gehe mal von einer Stunde aus. Eine Stunde 33? Okay, Zeit ist ein bisschen ungewohnt, aber kann man mal machen. Obwohl, wait a minute. Wenn ich doch eher zum anderen Planeten hin möchte, kann ich doch direkt mein Raumschiff herholen. So, zack. Einmal bitte hierher. So, einmal durchgezogen. Ich muss mal gucken, was für eine Planeten ich eigentlich in meinem System hier nochmal habe. So, Entdeckungen. Ich glaube, das war dieser heiße Planet. Da haben wir einen unwirtlichen. Planet. Warte mal, auf welchem bin ich da? Ich glaube, hier auf dem hier, ne? Ich muss mal kurz gucken, auf welchen Planeten ich eigentlich gerade baue. Geilser Z50. Das ist der hier, der ist gar nicht so klein. Gefrorener Planet. Endloser Morast. Ja gut, den finde ich an sich gar nicht so schlecht. Hier haben wir den Hexagon-Planet. Unwirtlicher Planet. War ich tatsächlich noch nicht drauf. Das ist der mit uralte Knochen. Okay, dann suche ich mir den mal eben raus. Würde ich sagen, würde ich den halt abfahren. Irgendwo hier oben. Du bist der Gefrorene. Endloser Morast. Du bist doch unwirtlich da bestimmt, ne? Nicht zur Raumstation. Okay, der hat Bock auf Raumstation.
So, fliegen wir erstmal Richtung Raumstation und dann geht's zu dem Planeten ein. Warte mal. Jetzt müsste ihr ihn, glaube ich, anpeilen können, oder? Ach, der will immer zur Raumstation hin. Ich weiß nicht warum. So, ich hole mir nebenbei mal Kleberkram. Das dauert ja noch eine Minute, bis er da ist. Obwohl, ich sollte den Planeten eventuell auch mal richtig anpeilen. So, und dann bis gleich. Perfekt, da geht der Anflug auch schon los. Achso, mein Schere. Rocket League schon fertig. Achso, du spielst auch Rocket League. So, was haben wir denn hier? Auf dem Planeten war ich, glaube ich, noch gar nicht so oft. Oh, da war das der mit diesem ganz ekligen Sturm. Wait a minute, der sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, hier kann man übelst krass Ferrit farmen, ne? Oh! Ohoho, jawohl! Direkt eine Station. Was? Irgendwas ist da? Hier gehe ich mal runter. Oh, was für ein guter Berg. Warum war ich auf dem Planeten noch nicht? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Hier war irgendwas. Also wenn ich schon mal hier bin, ne? Nimm mit. So, der Planet soll geterraformt werden, auf jeden Fall. So, zack, einmal wieder hier raus. Ui, ui, was bist du denn? Du müsstest fliegen können, oder? Oh, warte mal. Nee, lauf nicht weg. Ich mach dir kurz Futter. Mal gucken. Zack. Hier. Bleib stehen. Ich hab hier was zu knabbern. Bitte sei friedlich. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Hier, ich geb dir was zu essen. Bestechung, ja. Damit du den nicht fetzen brauchst. Oh, ist der flink. Bleib mal stehen.
Bleib stehen, bitte. Ich gebe dir was zu essen. Guck mal hier. So. Und? Essbare Haufen? Ja, gib her. Nein! Ich wollte dich nicht als Begleiter übernehmen. Es tut mir so leid. Oha, warte mal. Wie cool siehst du denn aus? Okay. Wir haben einmal eine Gottesanbeterin da drin. Also die Hände auf jeden Fall. Die Augen. Ach, jetzt bräuchte ich mal Kitty. Die kennt sich so gut aus. Die hat sogar solche Tierchen. So, das hinten kann ich irgendwie gar nicht mehr zu. Okay, warte mal. Gottesanbeterin, Ameise, so ein Misch. Vielleicht. Eventuell. Boah, das sieht nicht schlecht aus. So, du warst aber übelst fast unterwegs. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Ansicht ändern. Sprint mal. Wie cool. Okay, mit dem Drehen ist halt so eine Sache. Ist das ein fetziges Viech? Genau, da geht der Alarm auch schon los, ne? Okay, das finde ich cool. Bin immer gespannt, was man daraus rauszüchten kann. So, hier gibt es erstmal was zu futtern. Ja, ja, solche Planeten mag ich eh nicht. Stürmt die ganze Zeit. Irgendwo ist eine Fregatte gelandet, keine Ahnung. Boah, hier kann ich ja übelst fett scannen. Und es gibt sogar richtig Stones. So, warte mal. Kann ich den Mech hier jetzt auch hinrufen? Ja! Okay, mit dem müsste ich ja jetzt übelst reinklotzen können, ne? Mal gucken. Immer draufhalten. Oh ja, der farmt richtig. Und im Sturm juckt dem das ja auch nicht. So. Aber ich wollte Terraform. Ach so. So, haben wir da mal Sauerstoff rein? Komm. Geht die Kugel noch größer? Nee. Okay, jetzt wird gefarmt. Ab in den Untergrund. Okay, hier wechsle ich, glaube ich, die Kamera an sich, ne? Ab in den Anzug. Oh Gott, ist das dunkel. Hat er mich keine Taschenlampe? So, mal gucken, wie tief das runter geht, aber ich glaube, ich bin schon so ziemlich unten, ne? Okay, Kamera an sich nochmal ändern. Er hält sich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr. Bei dem müsste ich halt übelst viel Waffenladung reinstecken. Pennt er eben? Ich hoffe. So, jetzt bin ich mal da mit Terraform. Das würde mich interessieren, ob ich mehr rausbekomme. Aber ich glaube schon, ne? Ja. So, aber ich brauche nämlich richtig viel Sekatpulver. Und das Coole ist, während ich das farm, kann ich jetzt zum Beispiel einfach so machen. Hau das wieder hier rein in mein Werkzeug. 563 habe ich jetzt gehabt. Gucken, wie viel habe ich jetzt noch? 524. So. Gucken wir mal ungefähr, wie viel ich jetzt mit einer Ladung davon farmen könnte. Also ich würde jetzt meinen, ich mache Plus. Weil ich habe... Ja, da brauche ich gar nicht großartig rumzählen. Ich meine, wenn ich jetzt hier gucke, ich habe gerade
unten einfach auf 10 Silkanpulver genommen. Wenn mir die Waffenladung halt voll ist, so ziemlich. So, und ich habe jetzt schon gleich 200 Stück. Mit 20%. Boah, hier könnte ich mir aber auch vorstellen, so eine Base zu bauen. So richtig underground-mäßig. Bei dem Mech wäre das Ding jetzt schon aufgebraucht, weil der hat da noch kein Upgrade für. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. So, weil ich brauche da jede Menge von tatsächlich, wenn ich dieses Essenshaus noch fertig mache. Und in dem Gebäude will ich als erstes Frostkristalle halt anbauen, weil Frostkristalle brauche ich glaube ich 50 Stück für ein Glas. Und das ist schon extrem teuer. Und erst dann kann ich mit der Produktion anfangen, diese Glasdinger herzustellen. Ja, hier unten juckt mich kein Sturm. So, einmal kurz Lebenserhaltung. So, und weiter geht's. Guck mal, ja schon fast 1000 Stück. Und ich meine, diese Pflanzenträger und so muss ich auch nochmal Daten sammeln, damit ich den großen Teil davon bauen kann. Und dafür brauche ich, glaube ich, auch noch Glas. Oh, hier ist schon ordentlich was geterraformt. Die ganze Zeit in diese Richtung gehen. So, 1021. Zack, jetzt hau ich da hier mal welche rein. Boah, ich habe immer noch über 1000. Da hat sich also nichts geändert. Also nicht großartig, ich mache auf jeden Fall richtig Plus damit. So, dann habe ich bloß ein Problem. Ich muss halt noch jede Menge Ferrit farmen. Oh, das scheint aber auch gut zu gehen. Einfach nur einen Kreis drehen. Und immer gib ihm. So. Von wo komme ich? Na gut, dann rufe ich nachher einfach den Mech und aus irgendeiner Richtung wird er schon kommen. So, mal gucken, wie viel habe ich schon. Silkatpulver. 1755. Ja, ist noch nicht viel. Ich meine, ich baue ja mehrere Stockwerke, da geht das schon alles richtig fett drauf.
Siehst du? Da kann ich auch nebenbei Bitebeater machen hier noch. Ich muss mal was testen. Was ist eigentlich? Ich wechsle mal zu dem hier. Geokanone. Oh, das gibt jetzt nicht so viel. Nichts. Kann ich mich eigentlich auch selber treffen? Nö. Kann ich auch die Form ändern? Nö. Mal gucken. Mach ich mal hier ein Loch in die Wand. Okay, das macht er mir rund. Ne, ich glaube, die macht er immer rund. Oh, was leuchtet denn hier so schön? Bin ich auf eine Höhle gestoßen? Tatsächlich. Ah, hier gibt es die Höhlenkürbisse. Sollte ich mir eventuell auch einen mitnehmen? Oha! Das sieht cool aus. Oh, wenn ich die Sonne nach oben mache. Ui. So. Jetzt hat er die Laufanimation drinne. Gibt's irgendwas Besonderes? Aber ich glaube nicht. Nee. So, und ich denke mal, das wäre gar nicht so schlimm, wenn ich den Planeten hier abbauen würde. Aber da habe ich, glaube ich, noch eine bessere Idee. Genau, ich buddel mich mal eben nach oben. Was eine Riesengrube machen. Warte mal, da muss ich mich mal hier so hinstellen. So, drei.
Oh, und jetzt einfach gib ihm. Achso, erstmal Hitzeschild mal reinmachen. Jetzt ist der wieder leer. Zack und zack. Oh, und schon ein Höhensystem gezaubert. Und? Ah, warte mal, oben kann ich die Grube auch ein bisschen größer machen. Obwohl, ich glaube, da kommt der Sturm so krass hier wieder rein. Na gut, dann geht's halt für mich wieder ein bisschen tiefer. Und dann geht's hier weiter. Ja, was, wenn ich das eigentlich ganz schnell mache? Aber ich glaube, dann nimmt er mir kaum was weg, ne? Oder mal gucken. Ne, gleich ein bisschen langsamer. Also so wird es auch gehen. Da hasselt er ordentlich was weg. Ist ja auch eine Höhle. So, jetzt mache ich die 1000 hier noch voll und dann gucke ich mal, wie viel ich gleich habe. Mit 44 haben wir jetzt.